Es wird Zeit. Ich muss zum Friseur. Ich muss schon ein bisschen lachen, weil ich habe jetzt echt lange gewartet, um das hier mit dem Pony irgendwie klar zu kriegen. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr. Und ich nehme euch heute mit bei meiner Veränderung sozusagen. Ich hoffe, sie wird gut. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Heute gibt es mal wieder ein Frisuren-Update. Wie ihr seht, momentan, ich hatte zusätzlich dann jetzt auch noch die Haare zusammengebunden und dann sind bei mir die Locken sehr schnell weg. So, ich habe sehr, sehr, sehr sensible Haare, was das betrifft. Also nicht das Haar an sich, sondern die Locke ist sehr schnell weg dann bei mir. Kann die aber auch sehr schnell mit bisschen Wasser aktivieren. Aber das lasse ich jetzt, weil wie gesagt, ich gehe nachher zum Friseur und da werden sie eh gewaschen. Ich hatte ja vor, das hier so zu tragen. Ne? Also die Idee ist ja gar nicht so ganz blöd. Das hier so zu tragen, seitlich. Und halt, ja, wenn es mich nervt, hinters Ohr. Aber jetzt ist das Problem, diese Strähne hier. Wenn ich diese Strähne hier hinters Ohr kriegen wollen würde, sodass es einigermaßen auch noch gut aussieht, das ist halt so viel. Das heißt, ich müsste meine Haare ein Jahr wachsen lassen. Diese Strähne würde mich ein Jahr lang so hart belästigen. Nee, kann ich nicht machen. Das kann ich echt nicht machen. Kann ich wirklich nicht machen. Und von dem her lasse ich mir einen Pony schneiden. Ich habe erst überlegt, so einen schrägen Pony wieder zu machen, aber ich lasse mir jetzt einen Pony schneiden, so dass er Locken wirft. Er wird so oder so Locken werfen und alles andere wird ein bisschen kürzer. Ich zeige euch mal das Bild von Pinterest, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Das ist die Frisur und die hat eine ähnliche Haarstruktur, wie ich sie habe. Also nicht zu heftige Locken, aber schon. Und von der Struktur her passt das halt. Und je kürzer meine Haare sind, desto besser halt, wie schon erwähnt. Und ich denke, ich werde die tatsächlich auch in der Länge abschneiden lassen. Ich habe jetzt auch gerade mal überlegt, wann ich die letzten Male jetzt meine Haare zusammengetan habe. Echt selten, echt selten. Also ich werde sie auf jeden Fall so schneiden lassen, dass die ein bisschen voluminöser fallen auch. Also sprich eine kleine Stufe reinmachen. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Denn Fakt ist, ich brauche was im Gesicht. Also ich kann nicht ohne. Dafür habe ich eine zu hohe Stirn. Das gefällt mir selber nicht. Und dann musste halt schon so ein bisschen was in die Stirn reinragen. Und so einen lockigen Pony kann ich auch selber schneiden. Werde ich auch selber schneiden müssen, weil sowas wächst ja auch schnell raus. Das ist ja ganz wichtig. Und zu Corona-Zeiten kann sie halt eben nicht mehr kurz zum Friseur gehen und das schneiden lassen, sondern du musst es halt selber machen. Du könntest schon, aber der Friseur muss dir halt dann gleich eine komplette Frisur abrechnen, was meiner nie getan hat, sondern der hat das halt als Zusatzleistung angeboten, ist aber im Moment natürlich nicht möglich. Kürzer. Und ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Ich lieb's echt. Pony werde ich mir zukünftig selber schneiden dann. Sie sind relativ gerade, obwohl sie halt wirklich mit dem Glätteisen dran war und da eine Welle reingemacht hat. Aber spätestens morgen sind sie dann wieder in der alten Lockenpracht. Pracht, wenn ich da ein bisschen feucht drüber mache. So war das ja auch geplant. Haare ab, schnipp, schnapp. Selbst der Chef des Hauses, also der Friseur von meinem Dad, kam so bei mir vorbei und hat gemeint so, und gibt's eine Sommerfrisur? Und dann dachte ich nur so, oh, das wird wieder kurz. Weil meine ist ja die Tochter vom Chef und die hat mir damals meine kürzesten Haare gemacht, so wo ich von Bob zu ganz,
also Kurzbob gegangen bin. Das wollte ich einfach mal ausprobieren, so wie ich ganz lange Haare hatte. Und ja, da dachte ich erst so, hoffentlich schneidet es nicht, weil die hat den Hang zum ganz kurz schneiden. Wie gesagt, ihr damals angesetzt und zack, ab. Ja, also ich bin echt zufrieden. Und meine Devise ist bei sowas immer, wachsen tut's von ganz alleine. Und mit Pony sehe ich einfach besser aus. Fühle mich besser. So, kannst jetzt die nächsten Videos über weitergehen. Das ist meine neue Frisi.